Ich beeile mich. Nein! Geh weg jetzt von der Tür! Was? Hey meine Lieben, ich wollte für euch heute so eine Art Info-Vlog-Video drehen. Es gibt nämlich viel zu erzählen und dann dachte ich mir, hau ich das alles mal in ein Video rein. Und wenn ich schwitze oder halt hier so glänzend ausschaue, ich schwitze so sehr, es ist so warm. Jetzt hat es, vor einer Stunde hat es noch voll geregnet und alles und jetzt ist es schon wieder so warm. Und ich gehe jetzt dann gleich essen und deswegen, ja, habe ich jetzt gedacht, ich drehe noch ein Video, wenn ich mich schon fertig mache. Und ja, es ist ein Info-Vlog-Video und ich beginne einfach mal mit dem hauptsächlichen Teil, und zwar meinen Kanal. Und um den soll es auch jetzt gehen. Und zwar habe ich zwar jetzt ja Ferien, aber ich kann zurzeit meine Videos nicht mehr bearbeiten, weil mein Laptop kaputt ist. Der kommt auch in Reparatur, weil, also das ist, der Lüfter ist kaputt, er überhitzt, geht aus und alles. Und mein Videobearbeitungsprogramm will er auch nicht mehr so nutzen, wie er früher, also wie er es früher gemacht hat. Jetzt dauert mein Video mit Vegas Pro beim Rendern 13 Stunden, also hat es letztes Mal, und dann habe ich das Video abgebrochen, weil es nicht mehr ging. Es hat sich dann dauernd aufgehängt, dann musste ich es neu machen, dann ist er abgestürzt und alles, und dann habe ich mir so eine Testversion runtergeladen von Magic Video Deluxe, die geht 30 Tage. Die muss ich jetzt voll ausnutzen, auch wenn ich das Programm nicht check. Ja, und dann mal schauen, ich spare auf den Apple MacBook Pro 13, viele von euch wissen das. Und ich gehe auch morgen in den Saturn und lasse mich mal beraten, ob das wirklich der richtige Laptop für mich ist. Und dann darf ich vielleicht mein Konfigeld dafür nutzen, das habe ich auf dem Konto, das zu benutzen, und mir ist wirklich warm. Hui. Puh, mir hat es ganz schön den Dampf raus. Jetzt muss ich überlegen, genau, das war das eine Problem. Aber ich drehe Videos vor und es wird auch viel auf meinem Kanal passieren. Und zwar bin ich mit 23 anderen YouTubern, viele von euch, viele von denen werdet ihr kennen, werde ich eine Back-to-School-Serie machen. Und die hat Sandra, Sunny, praktisch ins Leben gerufen und da bin ich auch dabei. Ich bin am 19. August, aber ja, das werdet ihr noch auf Instagram und so angekündigt bekommen. Und ich freue mich schon, da werde ich aber nur ein Video für die Back-to-School-Serie drehen, aber ich werde noch eine weitere Back-to-School-Serie machen, wo unter anderem DIYs kommen zu Blöcken, ganz vielen Sachen, Frühstücksideen, Outfits, Make-ups, Frisuren, alles was ihr wollt, schreibt mir in die Kommentare, falls ihr besondere Wünsche habt. Genau, dann wollten ja viele immer noch die Zunehmserie. Ich bin ja nicht mehr so, dass ich so sag, da müssen noch 10 Kilo oder so drauf. Ich will so eine Art Fitness-Ernährungsserie starten. Keine Zunehmserie, sondern das soll ein bisschen so anders benannt werden, weil ich nicht mehr richtig zunehmen will. Ich will nur mein Gewicht halten und will meinen Körper halt dadurch noch verbessern. Das war das Zweite. Dann will ich eine neue Serie ins Leben rufen, wo ich aber noch nicht weiß, ob das so klappen wird. Und zwar eine typisch China-Serie. Für den Namen habe ich mich jetzt zurzeit mal entschieden. Und zwar gibt es eine YouTuberin, die ist, ich weiß gar nicht wie alt, sie ist 18, 19. Sie heißt Sunny Kaur. Genau. Glaube ich, dass sie so ausgesprochen wird. Und die hat mal so eine Story of My Life Serie gemacht und das fand ich echt cool, die Idee von dem Video, und sowas wollte ich eigentlich auch machen, sowas ähnliches, und zwar einfach so ja, Sachen euch zeigen, wo mir sehr oft passieren, aber nicht so Sachen wie, keine Ahnung, normale Alltagssachen, sondern dass mir Missgeschicke passieren und halt alles, was so mir im Alltag passiert, was eigentlich nicht passieren soll. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ihr sowas auch noch wollt, also ich wollte es machen, aber ich weiß nicht, ob das ihr so gerne wollt, dann könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Und ja, jetzt muss ich mal überlegen. Es soll nur ein kleines Video werden. Ich schwitze ganz schön nach. Und ihr habt auch gesagt, dass ihr Talk Ready With Me sehr gerne mögt. Solche werde ich auch öfters machen. Und ich will euch auf jeden Fall viel auf meinem Kanal bieten.
Ich hoffe, ihr nehmt das zu Herzen. Ich versuche ja so schnell wie möglich meinen neuen Laptop aufzutreiben und dann hoffe ich natürlich auch, dass meine Videos wieder besser werden. Ich weiß auch nicht, ob das Video so geschnitten sein wird. Ich versuche keine Fehler reinzureden und wenn, dann lasse ich sie drin, weil ich komme mit dem Magic Video Deluxe Video Programm nicht so klar, weil da darf ich irgendwie nicht alles machen bei der Testversion und das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!